Guten Tag, herzlich willkommen. Heute möchte ich euch gerne eine elegante Tischdekoration zeigen mit Weingläsern, die ihr sicher zu Hause habt. Dazu brauchen wir dann auch noch Reagenzgläser, ein bisschen Schmuckdraht, Werkzeug, natürlich Messer, Schere und eine Spitzzange. Wir brauchen Teelichter und Blumen natürlich. Ich schneide mir jetzt den Draht zurecht. Der Aludraht ist schön biegsam und ich brauche vielleicht für eine Schnecke unten und einmal zum Drumwickeln vielleicht so viel. Ja, das dürften so 80 cm sein. Jetzt zeige ich euch, wie man diese Drahtschnecke arbeitet. Dazu nehme ich diese Spitzzange, setze sie da am Endpunkt an und drehe ganz vorsichtig und gleichmäßig diesen Aludraht zu einer kleinen Schnecke. Ich kann immer mal mit den Fingern nochmal nachjustieren, aber ansonsten geht es ganz gut mit dieser Spitzzange. So kann man das auch mit den Händen formen. Es wird halt mit der Zange etwas gleichmäßiger. An dem anderen Endstück des Drahtes mache ich jetzt die Schnecke für das Reagenzglas. Dazu drehe ich den Draht mehrmals um das Reagenzglas, um diese Festigkeit zu haben. So, dann nehme ich das raus und nehme jetzt die Schnecke zu meinem Glas. Dazu lege ich den Draht mit der Schnecke unten an und wickel den jetzt ganz fest und vorsichtig natürlich um den Stiel des Glases. Ganz fest und gehe auch nach oben um das Glas herum. Und habe dann praktisch meine Schnecke um das Glas gebunden, kann jetzt das Reagenzglas dann da einfüllen. Einstellen und so ist schon meine Grunddekoration fertig. In dieses edle Glas kommt jetzt ein Teelicht rein. Vorher fülle ich da auch ein bisschen Sand rein. Ihr wisst ja, das habe ich euch schon mal in einem anderen Video erklärt, dass der Sand einfach die Hitze nimmt. Und gerade wenn es so schöne Weingläser sind, ist es immer besser, man sorgt ein bisschen vor. Ja? Dann brauchen wir die Wasserflasche zum Auffüllen für unser Reagenzglas und unsere Schnittblumen. Ich habe jetzt noch ein bisschen Wicken geschnitten und Basilikum. Das Strauchbasilikum eignet sich auch sehr gut dazu. Das sind jetzt so die letzten Spätsommerblüten. Aber das könnt ihr natürlich jede andere Blüte auch dazu nehmen. Der Basilikum, der hat dann noch einen wunderbaren Duft auf dem Tisch, das ist ganz herrlich. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, da kann man auch die Blüten essen. Es gibt sogar noch eine letzte Malve dazu. Dann mache ich dann die Samenkapseln weg. Hier gibt es noch ein bisschen Gras dazu. Und mein schönes Thallium. Und ihr seht, wenn das jetzt zu nah an der Kerze ist, dann kann man den Draht einfach ein bisschen aufdrehen, aufwickeln, so dass die Blumen nicht im Kerzen, im Feuer praktisch angebrannt werden können. Das könnt ihr alles mit dem Draht hier regeln.
Und so macht man jetzt mehrere Gläser. Ich werde euch dann ein paar Gläser füllen, damit ihr das seht, wie das nachher wie auf einem Tablett aussieht. Hier habe ich ein kleines Tablett gefunden. Das ist ganz hübsch. Es ist mehrfarbig drin. Es ist genau dieses Lila der Wicken ein bisschen vorhanden und auch ein kräftigeres Lila, so wie von diesem Basilikum. Und das Rot wird jetzt durch die Äpfelchen hier aufgenommen. Jetzt zeige ich euch nacheinander, ich habe ein paar Gläser vorbereitet, wie ich die jetzt fülle und dann auf dem Tablett präsentiere. Wasser habe ich hier schon reingefüllt, das ist immer ganz wichtig für die Reagenzgläser. Und die könnt ihr unterschiedlich füllen, diese Reagenzgläser. Das muss nicht überall das gleiche sein, weil nachher in der Summe auf dem Tablett wirkt das dann ganz, ganz üppig auch. Noch die letzten Wicken dieses Sommers geschnitten. Aber da könnt ihr alle Blumen nehmen, was ihr halt gerade habt oder in eurem Blumenladen bekommt. Die Blumengeschäfte haben auch im Herbst und im Winter eine sehr üppige Auswahl an Schnittblumen, die ihr für eine Tischdekoration verwenden könnt. Ich mag die Duftwicken besonders gerne. Und sie haben Gott sei Dank noch keinen Frost abbekommen. Bei uns war es zwar schon kalt, aber die haben es überlebt. Jetzt brauche ich noch schnell meinen Sand. Und das könnt ihr jetzt praktisch so stellen, wie ihr es möchtet. Einmal in der Mitte praktisch zu dem Gast hin und auf der anderen Seite so rum. Hier habe ich noch das Größere, das kann man dann im Mittelpunkt stellen. Wenn man eine lange Tafel hat, kann man das auch praktisch als Reihung auf dem Tisch stehen haben. Das muss nicht unbedingt auf dem Tablett sein. Also da gibt es ganz viele Möglichkeiten, einen schönen Tischschmuck und einen schnellen vor allen Dingen. Den Draht könnt ihr immer aufheben, den kann man auch das nächste Mal wieder benutzen. So schnell habt ihr dann eine Tischdeko bereit. Da habe ich noch ein Glas vergessen, mit Sand zu füllen. Das ist nicht so gut. So. Ich
man schauen, dass praktisch keine Blumen über den Kerzen stehen. Das mit dem Basilikum müsst ihr mal ausprobieren. Das sind die Blüten dieses Strauchbasilikums, sind schmackhafter als das Blatt selbst. Das bekommt er halt in guten, ausgesuchten Gärtnereien, die sowas auch zum Teil selber kultivieren. Die Äpfelchen habe ich einfach dazwischen reingelegt, die nehmen nochmal dieses Rot vom Tablett auf. Aber da könnt ihr natürlich auch Nüsse oder kleine andere Sachen auf das Tablett legen. Das müssen jetzt keine Äpfelchen sein, aber so wäre das jetzt ganz, ganz hübsch und schnell. Und ihr habt eine ganz exklusive Tischdekoration für euer Abendessen. Vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Mal.